geht ab, Leute? Zane ist wieder da. Und zwar gestern Nacht war die Jump Festa ein riesiges Event des Weekly Shonen Jump Magazines. Dort sind immer die ganzen, na, nicht immer alle Mangakas vorhanden, aber viele auch der Editoren und sowas. Und jeder Manga, der im Weekly Shonen Jump Magazine veröffentlicht wird, hat dort sozusagen seinen eigenen Stand. Da dreht sich alles um den Manga selber natürlich. Neue Infos werden geleakt, Merchandise wird gezeigt. Und auch der Anime ist da natürlich mit vertreten. Auch One Piece hatte seinen eigenen Stand und dort erfahren wir sehr, sehr viel zum neuen One Piece Movie Stampede, der voraussichtlich nächstes Jahr im Sommer in den japanischen Kinos laufen wird. Bei uns irgendwann mal Ende des Jahres vielleicht auch in den Kinos oder vielleicht sogar erst Anfang übernächsten Jahres. Selbst die Synchronsprecher kennen die Story noch nicht wirklich. Oda hat selber die Story nicht geschrieben, aber war immerhin beteiligt am Design eines der Hauptcharaktere. Ich hoffe ja, dem Endboss. Die Hauptstory dreht sich wohl um eine Schatzjagd. Stampede Story wird auch Teil der normalen Hauptstory sein und Oda sagte, dass die Story sehr riskant sei und er so eine Story eigentlich niemals durchlassen würde, aber zum 20-jährigen Jubiläum machte da mal eine Ausnahme. Er sagte zu den Storywritern öfters mal bezüglich der Story von Stampede: Wollt ihr, dass One Piece endet oder was? Da ist halt natürlich die Frage, wow, wie können sie ein Story schreiben, dass One Piece endet? Da ist halt echt, wird hier sehr viel Geheimnis geleakt oder was? Oder könnte es möglicherweise sein, dass am Ende vom Film die Strohbande besiegt wird? Ich meine, das wäre ja mal was ganz, ganz Neues. Dass die Strohhutbande in einem Film besiegt wird. Aber es würde ganz gut passen. Ich meine, man könnte ja den Film so laufen lassen. Viel Action, viel Kämpfe. Und am Ende bleibt die Strohhutbande besiegt. Und dann dreht sich das Ganze irgendwann wieder ganz normal in die Manga-Story rein, wo sie dann wieder aufstehen und weiterkämpfen oder ähnliches. Nicht schlecht. Auf The Reverie wird auch etwas Heftiges passieren. Und wird gefährlichen Content beinhalten. Es gab ja mal so ein Teaser-Bild für das Spiel One Piece World Seeker, wo man in so einer Art Manga-Panel gesehen hat, wie Dragon vor Mary Geoise stand und dieses brannte einfach lichterloh. Das ist so im Spiel aber niemals passiert. Das heißt, könnte dieses Teaser-Bild möglicherweise ein Leak gewesen sein für das, was auf der Reverie im Manga passieren wird. Könnten wir Dragon eher auf der Reverie sehen? Wird es zu einem riesigen Kampf kommen zwischen der Weltregierung und den Revolutionären? Wird Mary Geoise am Ende der Reverie brennen oder nicht? Könnte die Purge endlich mal durchlaufen? Also diese, nennt man es auf Deutsch, diese Bereinigung. Könnten die damit endlich beginnen? Nachdem natürlich die Revolutionsarmee gegen die Weltregierung gekämpft hat erst. Sind wir darauf auf jeden Fall mal sehr gespannt. Auch zu Kapitel 929 kriegen wir einen ersten Leak. Und zwar sehen wir eine Seite des Mangas. Dort sehen wir Zorro und einen neuen, kleinen, unbekannten Charakter. Dieser sieht sehr, sehr seltsam aus. Sieht aus wieder wie so ein Fun-Charakter. Man könnte sogar wieder sagen, dass das entweder so eine Art Räuber ist oder wieder einer von diesen Samurais, weil die sahen ja alle bisher so eher kleinlich, dicklich und sowas aus. Shinobu, Raizo. Möglicherweise ist auch das wieder ein Ninja. Schauen wir mal, was es mit dem Charakter auf sich haben wird. Ja, das war's auch im Grunde schon. Das waren die ganzen neuen Infos zum Jump Festa. Ich hoffe auf jeden Fall, dieses Video hat euch gefallen. Entschuldigt, dass meine Stimme voll versagt, aber irgendwie werde ich, glaube ich, leicht krank. Deswegen sehr heiser und sehr nasal alles. Und ich hoffe, wir sehen uns natürlich auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß, haut rein und da morgen Weihnachten ist, ein frohes Fest. Ciao. Oh, ho, ho, ho. Ich bin ein gruseliger Weihnachtsmann. Mich gruseliger vor allem mit dieser Stimme. Ja gut, bye bye.